Und jetzt wenden wir uns diesen Fall beilen zu. Aua. Hier? Nö. So, ach ja, das kennt man ja aus jedem schlechten Film. So irgendwie, was ist es, Indiana Jones oder Lara Croft? Ich bin gestorben. Nee, oder? Nee. Nee. Wobei, nee, Moment, Moment, Moment. Ich bin nicht gestorben, Leute. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nur ohnmächtig geworden. Denn wir können in diesem Spiel ja nicht sterben. Wir werden nur ohnmächtig, liebe Leute. Ich hab dich doch getroffen, du Scheißhaufen. Ja, 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 ja. Das muss ich nicht nochmal sehen. Gott, war das gerade eine Demütigung. Nein, das... Oh nein. Ich werde mich nirgendwo mehr blicken lassen können, ey. Das gibt's doch nicht. Und von sowas lasse ich mich töten? Das gibt's doch nicht. Hä? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht! Ich bin doch überhaupt nicht drunter gewesen! Ich bin doch nur gegen das Ding gelaufen, als es gerade unten war. Bin ich gegen die Wand gelaufen und gestorben. Was war denn das für ein Müll jetzt? Nicht möglich. Nicht möglich. Das kann nicht sein. Ich kann so nicht versagen. Ich bin mit der Musik von Carmina Burana in den Abgrund gesprungen. Damit kann man nicht versagen. Das ist schlichtweg unmöglich. Statistisch gesehen geht das überhaupt nicht. Ja, da kann ich ja noch spazieren gehen. Vor allem irgendwie das Tor fällt hier auch so halb in die Kante. Danke sehr. Endlich geht mal was gut. Schokofrosch. Das zweite Mal in diesem Spiel, dass ich dich wirklich brauche. So, nachdem wir uns von unserem kleinen Ohnmachtsanfall erholt haben, weiter mit neuem Elan durch das Speicherbuch. Uah! Nicht wirklich stabil, hä? Wo sind wir eigentlich? Also abgesehen davon, dass wir eine Kammer des Schreckens sind, ja, das weiß ich auch. Aber das hat irgendwie sowas von einem alten Belüftungssystem. Kanalisation. Huch! Alles klar. Was passiert jetzt? Es kommen noch mehr Flipendo-Felsen uns entgegen. Die berühmten Flipendo-Felsen, die Tür ist zu, ja klar. Natürlich. Toll, da war ein Speicherbuch. Oh. Na egal, aber da ich gestorben bin, tut das hier nichts zur Sache. Da werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, nicht drüber kommen. Das brauche ich gerne erst versuchen. Oder? Hä? Hey, Moment. Nee. Nein, das geht nicht. Komm, Mary, beweg dich. Nee, da kommen wir nicht weiter. Gut, wir müssen hier rein. Alles klar. Upsa. Hupsi, pupsi. Das war aber knappi. Huppi. Hm? Das, überall so blöde Mechanismen. So, und jetzt ist doch... Ja! Das war jetzt einfach nur so eine innere Eingebung, dass sich dadurch neue Hohlräume eröffnen. Und damit haben wir 66% der Geheimnisse gefunden. Wie viel sind das umgerechnet? Na, wer findet das raus? Also wer das jetzt innerhalb der nächsten Mikrosekunde rausfindet, der kann sich schon mal für ein Online-Duell gegen Rüdiger Gamm bewerben. Wo geht's denn da hin? Ich sehe irgendwie so wenig. Okay, zwei Richtungen. Da ist ein Speicherbuch, das heißt, da geht's nicht lang. Hier ist eine Truhe. Das heißt, hier geht's auch nicht lang. Auch nicht lang? Was rede ich eigentlich da schon wieder? Ich bin irgendwie gerade wieder nicht sehr produktiv. Warum kommt jetzt ein Speicherbuch? Das eine... War doch gerade erst vor 2 Minuten und wirklich auch 2 Minuten. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Das ist. Oh, vor 2 Minuten Speicherbuch ist jetzt schon wieder eins. Das war doch. Das ist doch total. Wirklich.
Ach ja, also die Speicherbücher bleiben weiterhin ein Kritikpunkt von mir. Weißt du, erst 12 Minuten nix und dann in einem Abstand von 2 Minuten irgendwas. Hier waren doch gerade irgendwelche blöden Wichtel. Kommt schon, wo seid ihr? Ich habe euch doch gesehen. Naja, egal. Dann mache ich es mir erstmal zur Aufgabe, ein paar Kessel. Da. Wetten, die Tür geht zu? Natürlich. Wieso eigentlich? Okay, da scheint unser Ziel zu sein. Da müssen wir wohl hin. Mit dem Seil werden wir wohl das Tor aufkriegen. Irgendwo ist eine Feuerkrabbe. Jetzt sage nicht. Jesus! Wie weit kann denn die Ziel? Wow! Eine Wichtelarmee! Eine Wichtelarmee, oh mein Gott! Ah! Was hat denn diese Krabbe bitte für eine Reichweite? Sag mal! Hat die sich irgendwie ein Upgrade besorgt oder was ist los? Wie, das sind doch 20 Meter gerade gewesen, die geschossen hat. Meine Güte, Mann, das viele Wichtel. Boah, zum Glück bin ich jetzt gerade nicht rein zufällig von der Plattform runtergefallen. Das wäre, glaube ich, nicht so toll gewesen. Och nö. Ich habe so eine Ahnung. Und jetzt, pass auf. Ja, das dachte ich mir. Wir ziehen uns jetzt ganz unauffällig zurück vor der Krabbe. So, hier ist nix. Nein. Okay. Dann nun geht das hier bergauf. Was soll denn das? So, das war der letzte Wichtel. Hä? Jetzt brauchen die Wichtel auch schon 2 Schüsse. Naja. Aber sie machen irgendwie nach wie vor keinen Schaden. Ja, Leute, das brauche ich jetzt wirklich nicht sehen. So viel Intelligenz besitze ich, damit ich weiß, was da drüben passieren wird. Achso. Ja, das gefällt mir schon wesentlich besser. Endlich ist mal Ruhe im Laden hier. Man sieht ja übrigens, wie die Elastotepper ausgerichtet sind. Das heißt, man kann sich denken, wenn man sich mal hier in Richtung der großen Spirale hinstellt, kann man dann immer sehen, wo man hinfliegen wird. Shit, Imps. Hä? Nun ja. Sag mal, sind die Imps irgendwie alle verpackt oder was soll denn der Mist? Warum treffe ich die nicht? Alter, das war jetzt doch völliger Müll. Jetzt... Weg sind sie. Hä, da sind doch keine mehr. Wo kommt das Imp-Geschrei her? Da sind doch keine mehr. Egal. Nicht dran denken. So, auf diese Plattform springe ich jetzt natürlich nicht. Bin ich völlig blöd. Okay, was war das jetzt? Mal gucken. So. Okay, wir sind da oben. Oh, dieses Imp-Geschrei ist, glaube ich, ein bisschen verpackt. Das geht mir jetzt gerade ein bisschen auf die Nerven. Okay, jetzt geht's runter. Okay. Ja. Oh, Harry! Entschuldigung, er sollte eigentlich springen. Oh ne, jetzt sind wir wieder hier. Oh ne. Weißt du, ihr seid so hirnleer. Weißt du, alle 2 Minuten Speicherbuch und jetzt bist du 7 Minuten oder so zu Gang und es passiert und es ist nix. Oh, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. So ein Müll. Also ich werde in letzter Zeit viel zu häufig ohnmächtig. Das ist nicht gut. Rekusembra!
Ja, das kannten wir jetzt ja schon alles. Entschuldigung, dass ich das gerade nicht so viel gesagt habe, aber... Ihr kanntet ja alles. Und ich ärgere mich gerade auch maßlos. Wow, Rektor Sempra hat aber auch eine ordentliche Reichweite. Ja, mach halt den Lasto von mir aus. Zack. Flipendo treffen wir auch? Klar. Tschüss. Ach Mist, jetzt liegt die da unten auch. Nein, bin ich doof. Naja, wurscht. So. Bevor wir jetzt hier rüberspringen, kurze Unterbrechung. Bis gleich.